Moin, da bin ich wieder am Wetzstedter See. Genau einen Monat später wie letztes Mal. Ja, die letzten Wochen war echt schlechtes Wetter. Sturm, Regen ohne Ende. Aber heute, da kommt die Sonne wohl wieder raus. Sieht auf jeden Fall so aus. Also, das kann wieder ein schöner Tag werden. Ja, es geht weiter auf den nächsten 56 Kilometern bis Wiggen. Wird wohl auch wieder einiges Historisches kommen und vielleicht auch optisch was Schönes. Also, dann wünsche ich viel Spaß bei den kommenden Bildern. Nach dem wochenlangen Regen hätte ich gedacht, die Wege sind ordentlich was aufgeweicht, aber die sind schon wieder alle fest. Echt gut. Jetzt bin ich gerade ein bisschen von der Radroute abgewichen und folge dem Wanderweg, weil gleich kommt noch ein schöner Platz, den wollte ich eigentlich noch mitnehmen. Da kommt das nun, warum ich den Umweg mache. Das ist ja schon eine sehr alte Mühle hier. Diese Mühlenstelle gibt es schon seit 1494. Das ist schon ganz schön alt. Und sogar eine Burg gab es mal da oben auf dem Hügel. Ich glaube, der Umweg, der hat sich gelohnt. War doch ein schönes Plätzchen. Wäre schade drum gewesen, den zu verpassen.
Dänemark ist ja doch ein bisschen hügelig. Also nicht zu unterschätzen. Nun bin ich wieder auf der Radroute vom Heerweg. Sagen, das war gut ausgeschildert. Man konnte gut durchfinden durch den Ort. Hier in der Stadt ist noch so ein Park. Sieht ja gut aus hier. Da mache ich, glaube ich, erstmal noch eine kleine Pause. Gerade entdeckt, was das hier für ein Park ist. Hier kann man sogar Frisbee-Golf spielen. Da hinten sind noch mehr Körbe. Cool. Schnauze. So, jetzt habe ich Wojens hinter mir gelassen und jetzt der nächste größere Ort ist Jels, was man so auf einigen Stellen ja schon gelesen hat. Ja, der Himmel wird auch immer blauer, dafür wird der Wind immer stärker, wie vorher gesagt.
ganz schön frei hier. Nicht so schön bei Gegenwind. Wird schön. Schön Sonne. Oh, hier befinde ich mich jetzt in den sogenannten Wald der Trolle. So haben das hat die Bevölkerung es damals genannt, weil die erste Anpflanzung nicht so richtig was geworden ist, so richtig verkrüppelt aussah. Ein schöner großer Wald hier. Inzwischen ist diese Anpflanzung auch was geworden. Und was hier auch klasse ist, hier sind sogar ausgeschilderte Mountainbike-Wege. Echt toll. Ja, Dänemark macht was für seine Radfahrer. Da zum Beispiel ist so ein Baum, der so schief und krumm gewachsen ist. Was noch in diesem Wald reichlich vorhanden ist, sind Hügelgräber. Alle versteckt so im Wald. Wie diesen hier. Ich mache noch mal einen kleinen Schlenker. Hier gibt es ja noch so einen schönen See. Den wollte ich mir noch angucken. Jo, das sieht auch gut aus. Ja, schön hier. Führt aber leichtes Hochwasser.
Und vielleicht seht ihr es da, hinten ist sogar so ein Wikingerboot. Jetzt liegt es hinter mir. Wehen ist auch nicht mehr so weit, aber es wird noch ein Krampf. Der Gegenwind ist doch ganz schön stark. Befinde ich mich jetzt an der Freiheitsbrücke. Früher ging mal bis 1920 mal Preußen bis hierhin, nachdem die denen den Krieg verloren haben. Da war das mal Grenze. Hier ist auch mal wieder so ein Shelterplatz, aber ein ziemlich guter. Mit Wasser, zwei Sheltern, zwei großen Toilette und sogar ein Infostand mit Wifi, mit WLAN. Was ein Luxus.
Hier befinde ich mich jetzt in Skivelonsgrad, einem alten Versammlungsplatz der Dänen. Von hier aus konnten die Dänen auch auf ihr verlorenes Land an Preußen schauen. Aber die Dänen auf der anderen Seite des Flusses sind ja über die Friedensbrücke gekommen und haben trotzdem an diesen Versammlungen hier teilgenommen. 1920 gab es einen Volksentscheid und ist auch Nordschleswig wieder zu Dänemark zugesprochen worden. Da war ja auch wieder alles gut. Ich glaube, wichtige Teilnehmer dieser Versammlung sind hier auch verewigt worden. In so ein Stein hier. Sehr interessant hier. Das war es jetzt am historischen Kram. Hier ist noch ein Wegen durch und dann war es das erstmal für heute. Bei dieser Wassermühle bei Wegen mache ich für heute Schluss. War ja auch wieder ein ordentliches Stück. Einiges gab es ja auch wieder zu sehen, historisch und landschaftlich. War echt klasse. Wegführung war ja auch in Ordnung. Da kann man nicht meckern. Ausschilderung top. Wetter hat mitgespielt. Sonne war da, aber dieser Wind, dieser Gegenwind, der hat ganz schön geschlaucht zum Schluss. Ich hoffe, es hat gefallen und seid wieder beim nächsten Mal dabei. Moin, moin.